So, hallo, mein Name ist Carsten Klimack, bin 22 Jahre alt, komme aus Biberach und habe meine Ausbildung bei der Schreinerei Schmied in Schwendi absolviert. Da arbeite ich auch weiterhin als Geselle und die Schreinerei liegt in der Innung Biberach. Zu meinem Gesellenstück, ich habe eher was Ungewöhnliches gebaut, und zwar eine kleine Tischuhr. Das Uhrwerk dafür stammt aus ca. 1890, also ein mechanisches Uhrwerk, und darum habe ich dann das Gesellenstück gestaltet. Die Außenhülle hier besteht aus massiver Wänge als Zwölfeck ausgearbeitet, das Fußgestell aus zwei einzelnen formverleimten Bögen ebenfalls aus Wänge, und die kleinen Ziffernstäbe sind natürlich auch aus Wänge. Als Kontrast dazu habe ich dann das Ziffernblatt und oben die kleine Glocke aus Maserpappel gebaut. Diese kleine Glocke obendrauf hat zwei Gründe: einmal optisch soll sie die Glocke vom Uhrwerk nochmal aufgreifen, und zum einen habe ich hier ja einen kleinen Schubkasten. Und da wollte ich eben außen keinen Griff draufsetzen, deswegen hat die Glocke eine Mechanik, die den Schubkasten etwas rausschiebt, sodass ich den dann rausziehen kann. Im Schubkasten hat dann hier zum Beispiel der Aufzugsschlüssel Platz. Und jetzt hat das Gesellenstück natürlich auch eine Rückseite. Da muss ich noch ein bisschen vorsichtig sein beim Drehen. Die Rückseite besteht ebenfalls aus Maserpappel. Ich habe hier eine Klappe und eine Blende verbaut, die zusammen aber wieder quasi eine runde Form ergeben. Die Klappe kann man natürlich öffnen, hat aber auch schon eine Glasfüllung bekommen, damit man das Uhrwerk von außen schon sehen kann. Macht man sie auf, bleibt sie stehen, sie ist magnetisch arretiert, sodass man an das Uhrwerk herankommt, welches so eingefetzt ist, dass es sich natürlich nicht bewegen kann. Und unterm Uhrwerk habe ich dann noch eine kleine Messingplatte, die mit einem Songzitat graviert ist, die einfach gut zum Thema passt. Genau. Die Klappe selber ist an der Blende montiert, die Blende wieder an meinem Zwölfeck. Und diese verbirgt natürlich meine Schubkastenmechanik hier zum einen und gesondert davon die Mechanik zum Rausziehen des Schubkastens. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auf Wiedersehen.